Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities. Nein, das war ein Quatsch. Let's Play Transport Fever. Hallöchen, ich bin heute in der dritten Aufnahme, nee, der vierten Aufnahme für den heutigen Abend. Fürs Wochenende ein bisschen vorarbeiten. Die letzte Folge war auch schon wieder locker über 20 Minuten drüber. Ich warte mal gerade, da müsste doch irgendwo mal ein Zug kommen, oder? Sind da schon drei jetzt drauf und ich sehe die gar nicht? Ich weiß es nicht. Hier ist einer. Normalerweise müsste ja schon drauf sein. Der zweite. Und da ist der dritte. Okay. Ja, ist halt ein Witz, was die aufladen. Ne? Das ist halt... Ach, das ist halt echt nix. So, nochmal ganz kurz hier reingeguckt. Hat da irgendeiner wieder Holz dabei? Ne, die fahren jetzt gerade alle Bretter. Sobald ich die hier mit den Brettern erwische, werden die auf den wahren Plastikverteiler umgeswitcht, damit die noch ein bisschen mehr am Schluss Power haben. Und die werden nach und nach eben, wie gesagt, immer weniger, immer weiter runtergefahren. Und dann kommt der nächste Zug hier demnächst nochmal drauf und dann haben wir hier auch wirklich mal ein bisschen was, was wir mal arbeiten können. Da haben wir ihn schon. Wo haben wir denn Plastikwaren? So, mittlerweile auch hier die Zeit auf über 9 Minuten. Ich denke mal, das Ding hat sich erledigt. Ich glaube nicht, dass hier noch was groß angeliefert wird. Ich denke, da wird die Produktion voll und ganz hier drauf gehen. Und die werden natürlich auch irgendwann feststellen, dass hier was drin ist. 2.5 habe ich jetzt allerdings schon häufiger gesehen. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Was ist 2.5? Hier produzieren wir tatsächlich nur 2400 Öl. Das Problem liegt einfach hier oben an dieser Geschichte. Die haben nämlich, die hätten das Potenzial da, aber das Potenzial an Plastik ist so gering. Und warum ist das so gering? Wahrscheinlich, weil das hier unten hängt. Hier ist auf jeden Fall mördermäßig viel Transportkapazität drinnen. Und die arbeiten sich hier auch einen Wolf. Das klappt auch ganz gut. Die hätten auch alle noch gut Kapazitäten. Wie schaut es jetzt hier aus? Die Produktion hier auf 4.1 hochgeschossen, wenn sie denn mehr Holzbalken bekommen würden. Da müssen wir uns echt was überlegen. Der ist gleich voll, der Kumpel. Der nächste müssten eigentlich voll machen. Hier wartet schon hinten dran der nächste wieder. Also da muss die Produktion einfach deutlich schneller laufen. Das ist, können wir so nicht halten. Dass die gerade mal so ein bisschen ins Plus gehen, ist nicht, soll nicht Ziel des Ganzen sein. So, und ab mit dir. Da wird wahrscheinlich schon wieder ausgegangen sein, oder? Das ist unfassbar. Wir müssen hier unsere Geschichte hier oben, unser Holzzug, müssten wir mit einer zweiten Route weiterleiten. Und da ist genau dieser Punkt. Er müsste hier raus, einen Bogen fahren und hier einen Anschluss haben. Einen großen Verteilerbahnhof. Und der geht dann hier quer runter und schließt hier unten direkt an. Also quasi so am besten, dass er beide erwischt. Ob das geht, weiß ich nicht. Wäre gut. Und dann könnte ich hier nämlich auf der einen Seite auch alles mitnehmen. Und falls für den Fall, dass wir das irgendwann mal anderweitig brauchen, könnte ich es wieder wegnehmen. Und hier könnte man dann einen ersten Öler draufbauen, der bis hier hochfährt. Und der könnte hier auch abladen. Und von dort aus könnten wir dann einen kleinen Zug bauen, der hier Plastik holt. Da könnten wir einen riesen Hub hier aufbauen. Mache ich jetzt noch nicht, weil wir uns die Züge auch momentan nicht leisten können. Dazu muss erstmal hier der Gerät anfangen. Und ich glaube, ja, der macht schon. Die Kapazität ist riesenhaft da, auf 2.8 aktuell. Das sollte so bleiben, hoffe ich. 2.8 ist ein guter Deal. Ist meines Erachtens eigentlich sogar eine ganz perfekte Nummer, wenn ich ehrlich bin. So, die letzten Restchen hier werden auch noch mitgenommen. In 6 Monaten könnte diese Fabrik sich vergrößern. Wenn sie das tut, wäre ich der glücklichste Zwerg auf Erden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil dann produzieren die natürlich einen ganz anderen Ansatz und können auch solche Züge anständig beliefern. Gucken wir mal schnell. Hier kommt gerade einer rein, der verdient gerade aber auch noch ein bisschen wenig. Der hat auch noch ein bisschen schwach auf der Brust. Die dürfen halt hier nicht leer laufen, die Dinger. Dadurch, dass aber die Fahrzeit hier auch dann deutlich reduziert ist, sollte hier auch, wie gesagt, also momentan sind wir ein bisschen noch auf die LKWs angewiesen, die ja auch noch mal ein bisschen versorgen.
die ja hier immer noch reinpulvern. Nee, das müssen wir jetzt aufhören lassen. So, weg mit dir. Jetzt ist, glaube ich, nur noch einer drauf, ne? Den tun wir jetzt auch auf die, Plastik brauchen wir jetzt nicht. Holzbretter brauchen wir jetzt nicht. Bretterverteiler. Mach mal die auf den Bretterverteiler drauf. Und dann können wir die nämlich jetzt erstmal vorläufig dicht machen. So, weg damit. Dann haben die das hoffentlich jetzt umgeswitcht auf den da. Und jetzt fahren die nur noch das. Und ich hoffe, dass sie es schaffen. Meine große Hoffnung ist, dass die viel, viel mehr als das mitnehmen, was sie jetzt gerade dabei haben, sondern dass die richtig vollladen. Und der nächste dürfte ja, genau, nicht lange brauchen. Das tut er auch nicht. Da kommt er rein mit 130 mal Bretter an Bord. Und jetzt müsste er halt mehr als 130 mal Holz mitnehmen, weil er da so viel schon dabei hatte. Immer mehr, dann wird's klappen. Klappt auch. Schön. Macht's gut. Lädt sogar noch weiter ein, macht nichts, bis fast 200. Okay. Gute Reise. Momentan klappt das hier ganz, ganz entspannt eigentlich. Wie viel verdient ihr? 5,7. Super Sache. Und das Ding hier läuft mal endlich konstant und bricht nicht alle Nase lang mal komplett ein. Momentan haben wir im Verhältnis zum Vorjahr schon deutliche Verbesserungen gesehen. 2,3 aktuell das Potenzial. Könnte ich mir sogar noch einen Zug drauf vorstellen unterm Strich. Weil hier wartet da doch ganz schön lang alles. Aber die Züge werden ja noch nicht voll bedient, also lasse ich es erstmal noch. Sollen die in Ruhe jetzt aufarbeiten? Ich will mal wissen, wo die Reise hier hingeht. Das größte Problem sehe ich trotzdem noch hier hinten, weil jetzt die Produktion mal wieder weg ist. Jetzt ist sie wieder da, die fangen jetzt auch wieder an und ich hoffe, dass sie es auch schnell machen. Weil es ist ja tatsächlich 500 Holz liegt im Lager. Da war bestimmt auch ein Zug hier, und zwar hier, der wartet hier mit 0. Das will ich haben, das will ich nicht haben. Das ist genau das Problem. Ein Zug, der leer fährt, ist immer ein schlechter Zug. Okay, jetzt haben wir hier das erste Problem. Diese Ecke müssen wir neu bauen, damit hier die Züge nicht mehr warten müssen. Haben wir vielleicht... Naja, gut, hier haben wir... Wir haben ja überall so einen Switch drin, dass die stückweise können. Vielleicht müssen wir es einfach mal kurz warten lassen. Ja, also ihr seht schon, der Zug ist ja noch nicht mal ansatzweise wirklich bedient. Der könnte ja auch mehr. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jemals die 2000er-Marke sprengen. Wir brauchen es dringend. Also wie gesagt, wenn hier eigentlich müssten hier 5.000, 6.000 Holz durchlaufen, weil es einfach dringend notwendig ist, dass die im System sind. Und ich sehe ja auch tatsächlich nirgendwo hier einen riesengroßen Leck an irgendwas. Also hier müsste irgendwie ersichtlich sein, dass hier irgendwas nicht geht. Tut es faktisch aber nicht, weil sonst hätten wir ja hier irgendwo einen riesengroßen Ballast rumliegen. Hätten wir jetzt vielleicht hier, aber das sind halt auch nicht viele. Ja, das ist relativ sportlich weggearbeitet alles. Auch hier stapelt sich's nicht. Es hängt im System fest, das ist richtig, aber das wird jetzt stückweise, wird das jetzt richtig erneuert. Und dann sollte das hier auch mal endlich ein bisschen... Jetzt haben die zum Beispiel kein Plastik mehr, ich werde wahnsinnig. Dafür aber hier Öl wie bescheuert. Ja, und das sind halt Sachen, die müssen mit dem Zug laufen, dann laufen die auch deutlich angenehmer. Das ist, hat keinen Sinn, dass die hier rumgeistern. Was, aufrecht um? Vergrößern, ja. Meinetwegen, ihr habt ja das Potenzial theoretisch auch da. Was mit euch? 800. Ist ein Witz, oder? Ach, das ist ein Witz. Wartet hier einer? Im Augenblick wartet hier keiner. Also hier ist ganz, ganz entspannt. Auf weiter Flur keiner in Sicht. Ja, keiner in Sicht, meine Lieben. Also, bis jetzt zumindest überhaupt kein Stress auf der Route. Können wir mal mitfahren. Warum nicht? Mal eine kleine Mitfahrt. Hat noch niemandem geschadet. Finde ich zumindest sehr angenehm, mal ein bisschen hier mitzufahren. Mal ein bisschen entspannt, weißt du. 120 haben wir drauf. Das ist ein sehr vernünftiger Wert auch.
So. Jetzt gucken wir mal, ob auf der Strecke einer auf uns warten muss. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass nirgendwo an einem Signal ein Zug steht und auf uns wartet. Ansonsten müssen wir an der Stelle mal kurz abspringen und einen neuen Block aufbauen. Weil wenn jetzt schon einer auf uns wartet, wie soll denn das später noch werden? Da kommt jetzt einer, den sehen wir schon aus der Entfernung, tangiert uns aber im Augenblick noch nicht, weil der hat noch Zeit. Da sind wir auch locker dran vorbeigekommen. Das ist nicht mal knapp gewesen, also gar kein Thema. Und ihr seht schon, super konstant, immer auf 120 km/h das Ding. Da hat, ich meine, der kann es ja auch, ne? Da ist er dafür gebaut. Aber immer ganz vernünftig hier. Hier drin könnte man vielleicht noch einen Block setzen. Das wäre noch eine Idee. Und hier müssen wir warten. Warum? Oder wie lange? Das ist natürlich doof, dass wir uns hier selber ausbremsen mit einer vollen Ladung. Warte mal ganz kurz, Pause. Dann verbinden wir dieses Stück miteinander. Mit dem Bautool momentan? Ich meine, ist ja Quatsch, ne? Aber... So. Da war er nicht ganz verbunden aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. So, pass auf, dann nehmen wir ihn hier nochmal raus. Okay. Dann haben wir hier, könnte man einen Block draufsetzen. Machen wir mal so rum. Dann haben wir hier einen Block, theoretisch. Jo, praktisch auch. Hier hätten wir auch nochmal einen Block. Und hier drinnen hätten wir auch nochmal einen Block. Irgendwo so auf der Hälfte ungefähr. Da mittig drin. Okay. So, mal ganz kurz ausmachen alles. Dann dürfte der jetzt nämlich weiterfahren und dann blockieren sie sich nämlich nicht und können viel, viel schneller nochmal agieren, weil sie nicht mehr ständig aufeinander warten müssen. Die Fabrik braucht ja auch ganz, ganz schnell Abnahme. Also hier dürfen sich nie mehr als 600 oder 700 stapeln. Ich hoffe, der Bedarf geht jetzt hier nach oben. Leere Züge sind der Tod für uns. 13 Millionen, das ist schon ein Ansatz, ne? 13,8. 146 ist okay. Aber auch da die 2000 nicht ganz geknackt. Wo ist der nächste Zug? Der hat nämlich noch ein bisschen. Da kommt er. Wie viel hat er dabei? Mal ganz kurz gucken. 181. Das heißt, es müssen mehr als 181 für eine dauerhafte Verbesserung. Müssen mehr als 181 Bretter hier liegen. Das ist der Deal. Mehr als das muss da sein. Wird knapp. Sage ich euch gleich. Da fehlen noch über 100. Oder jetzt noch unter 100, aber nicht mehr... Ja, das wird 80 noch rum. Und der kommt aber jetzt demnächst hier raus, ne? Also da ist nicht mehr viel Platz. Diese Fabrik ist zu langsam. Jetzt steigert sie sich gerade mal. Aber das reicht nicht. Das reicht im Leben nicht aus. Da kommt er nämlich schon. Aber ganz knapp. Ganz knapp.
180 hat er mitgenommen. Genau. Das ist, reicht nicht aus. Das hält gerade den Status quo überhaupt, überhaupt ein bisschen. Und da kommt nämlich auch schon der nächste wieder. Also es wird hier eine ganz, ganz knappe Nummer alles. Der wird auch sich schwer tun, hier 180 abzufischen. Hat er, wie viel an der dabei? Ja, auch nicht viel. Ein bisschen Angst, dass denen die Bretter irgendwann einfach mal ausgehen. Also die Baumstämme. Ja, aber der nimmt auch schon gut mit. Wie ist denn dein Verdienst? Ah, knapp. So, wir nähern uns der nächsten Aktualisierung. Einer der Altzüge, die werden auf den neuen Stand gebracht. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Gap dazwischen. Da kommt nämlich der nächste erst mit 91. Das ist nicht viel. Das sollten wir aber hinbekommen. Und der hat nämlich schon wieder runter versenkt. Das ist so dumm. Das ist so dumm alles. Vor allem hier wird gut aufgebaut. Das ist eine gute Sache. Hier liegt nie was rum. Auch eine gute Sache. Bisschen Öl auf dem Verteiler gerade, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das können die mit zwei LKWs ohne Thema, können die das wirklich wegräumen. Und die fahren auch mittlerweile in ein sehr solides Ding hier. Also da wartet gerade kein LKW lange rum. Bretterverteiler sollte mehr Bretter anliefern. Das wäre schön, wünschenswert und schön. Da ist einfach kein Platz drin gerade. Ja, auch die haben sich mittlerweile super arrangiert. Gar kein Stress hier. 1A. Hier läuft es wirklich wie ein Uhrwerk. Und wir haben, glaube ich, gerade einen Zug gekauft. Ja, neue Züge. Wollen wir mal schauen. Meine lieben, lovely peoples. Da ist er. Der neue. Oh, der schaut ja so super aus. Gefällt mir richtig. Das gefällt mir richtig. Der ist gigantisch. Wie viel hatten der dabei? 303 Brötchen nur. Das ist schon, erscheint mir gerade ein bisschen wenig. Was hast du dafür? Du hast 1700 aktuell. Ja, die halten da relativ, schon ewige Zeiten halten die den Stand relativ konstant hier. Das ist nichts Neues, nichts Seltenes. Aber der ist ja neu in Charge, der Zug. Das heißt, der kann jetzt mal ein bisschen angeben. Weil die könnten natürlich auch wieder mehr, wenn natürlich der Zug auch mehr könnte. Also der, ich meine, der kann ja mehr, ne? Schau mal her, was der drauf hat. Der hat richtig was drauf. Das ist jetzt so die Frage der Zeit einfach. Gucken wir mal schnell. Das ist ein Witz. Jo, jetzt kommen wir auf die Sache. 5500 Brot. Das ist ein Deal. Wenn der hier 5500 rausdonnert, dann sind wir dabei. Gucken wir mal schnell. Der hat da natürlich jetzt nichts geladen. Weil, warum auch? Ganz ehrlich, warum? Hier haben wir 1200 Rinder drin. Warum sollte der überhaupt ein Rind einladen? Das macht gar keinen Sinn. Das muss weg, das Zeug, und das muss schnell weg. Ja, 3-2, also der steigert gerade die Produktion ganz enorm. Das siehst du hier halt auch super schön dargestellt. Wenn der die Produktion immer weiter hochsetzt, auf 3-6 aktuell, dann geht da halt auch was, ne? Jetzt schauen wir mal weiter. Oh, 4-3 schon. Und ihr seht schon, wie schnell jetzt die Brötchen hier drauf liegen. Also das klappt jetzt innerhalb von wenigen Minuten. Sollte das richtig gut werden. Er lädt immer noch aus. Das passt. Wenn der nächste jetzt kommt, dann kriegt der hier hoffentlich auch endlich mal ein bisschen was. Ach, die produzieren jetzt nicht nur Tiere. Die produzieren jetzt auch Getreide. Der kann auch Getreide anliefern. Ja, logisch. Klar. Der alte konnte, glaube ich, kein Getreide mitnehmen. Der neue Zug kann es schon. Das heißt, die können jetzt trotzdem hier Getreide reinbauen. Ah, super. Gefällt mir. Das finde ich, mit dem neuen Zug macht das jetzt gerade neu, eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, Getreide zu fahren. Schöne Sache.
Problem an der ganzen Geschichte ist nur eins. Hier liegen nur knapp 300 Brötchen rum. Das ist für den Zug halt einfach zu wenig. Gut, für den Zug ist es jetzt tatsächlich noch okay. Der verdient auch immer noch Geld. Ach, die verdienen immer noch Geld damit. Wahnsinn. Oder wollte man mal bei Gelegenheit weiter löschen? Mein kleines Experiment, das damals ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Immer stückweise. Ich werde immer nur ein bisschen was weglöschen, weil sonst bin ich 3 Jahre beschäftigt, hier diese ganzen einzelnen Kacheln wegzulöschen. Und leider gibt es noch kein automatisches Brush-Löschen. Ich meine, wer außer mir braucht sowas, ne? Aber wie gesagt, schlückchenweise weglöschen. So. Wieder ein bisschen was geschafft. Mach mal, da werden wir noch einige Folgen dran kämpfen. Jetzt kommen mal Brötchen hier an. Endlich mal eine Summe, mit der ich arbeiten kann. Gucken wir mal schnell. Alter. Jo. Hat sich kostentechnisch kaum verändert, das Ding, ne? Ist ziemlich gleich. Aber jetzt sollten die Erträge andere sein. Das Gewicht ist enorm, was auf dem Zug lastet gerade. Also gerade beim Herfahren hatte ich schon Bedenken. Jetzt ist er nicht mal ein bisschen leer, sondern der geht ja. Meine Lieben, wir sehen und hören uns erst in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Ich freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und da freue ich mich auch ganz gewaltig drauf. Kurz auf... laden. So. Jo, 588. Da wird demnächst, wird hier eindeutig ein bisschen was abgeholt werden. Das ist nämlich eine ganz, ganz fiese Nummer, die hier läuft. Das ist schon schick. Schon schick. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.